Wir gehen davon aus, dass der Klimawandel Einfluss auf die Zeckenpopulationen hat. Wir erleben eine Winteraktivität der Zecken und wir sehen auch, dass Zecken in die Berge gehen. Das heißt, wir finden Zecken in einer Höhe von 1200 Metern. Also was wir feststellen ist, dass wir eine Winteraktivität haben. Das bedeutet, wir haben ja warme Winter mit Temperaturen von über 12, manchmal 15 Grad, auch im Dezember. Und das bedeutet, dass die Zecken auch unter diesen Temperaturbedingungen aktiv sind. Als Folge davon gehen wir von einer ganzjährigen Zeckenaktivität aus. Weiterhin sehen wir, dass die Zecken immer mehr in die Berge hineingehen und nicht nur einfach mal dort hingetragen werden, sondern dass sie dort stabile Populationen bilden. Und das bedeutet zwei Sachen. Auf der einen Seite, wir müssen davon ausgehen, dass wir früher in Kontakt oder ganzjährig in Kontakt mit Zecken kommen können und dass wir auch kaum Gegenden in Deutschland aussparen können, weil sie zum Beispiel zu hoch liegen. Die Konsequenz von dieser Winteraktivität zum Beispiel besteht darin, dass wir Krankheitsfälle früher registrieren. Das betrifft zum Beispiel die FSME. Die FSME ist eine meldepflichtige Erkrankung. Das heißt also, wir können immer wieder feststellen, wie viele FSME-Erkrankungen gab es im Jahr 2022 zum Beispiel und das mit dem Jahr 2021 oder 2020 vergleichen. Wenn wir aber die letzten paar Jahre mal zusammen betrachten, dann sehen wir, dass die Anzahl der FSME-Fälle kontinuierlich zunimmt im Vergleich zu dem Zeitraum zum Beispiel von vor 10 Jahren. Und das ist etwas, was wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern das sehen wir auch in der Schweiz oder auch in Österreich. Über 80% der FSME-Fälle werden aus Baden-Württemberg und auch aus Bayern gemeldet. Das ist nach wie vor so, das ändert sich eigentlich auch nicht, hat sich auch nicht in den letzten Jahren geändert. Was wir aber sehen, ist, dass zunehmend Fälle in anderen Bundesländern auftauchen, zum Beispiel in Sachsen, in Thüringen. Es wurden jetzt auch Fälle in Brandenburg, aus Brandenburg gemeldet oder auch aus Niedersachsen. Das bedeutet, dass wir eigentlich kein Bundesland wirklich mehr herausnehmen können. Und deshalb sprechen wir jetzt mittlerweile von einem Endemiegebiet ganz Deutschland. Wichtig auch ist zu bemerken, dass FSME nicht nur eine Erkrankung der älteren Bevölkerung ist, sondern es ist auch eine Erkrankung der Kinder. Wir sehen Fälle, in denen die FSME einen schweren Verlauf bei Kindern nimmt, mit Lähmungen, die zum Teil nicht mehr zurückgenommen werden können. Aber auch leichte Verläufe führen dazu, dass Kinder zum Beispiel Konzentrationsschwächen entwickeln oder Aufmerksamkeitsstörungen entwickeln. Wenn man sich die Geschichte dieser FSME-Infektionen bei Menschen oder die humanen Fälle einfach mal genauer anschaut, dann stellt man leider fest, dass über 80% oder fast 90% dieser Fälle darauf zurückzuführen sind, dass diese Personen gar nicht oder nicht ausreichend geimpft waren. Und deshalb ist eigentlich die Impfung der einzig sichere Schutz gegen so eine Viruserkrankung. Wir versuchen immer mehr Naturherde zu entdecken und da nutzen wir die Kenntnisse auch der Patienten. Und es ist uns in der Vergangenheit und auch jetzt laufen mehrere Arbeiten, ist es uns gelungen, solche Naturherde zu identifizieren. Wir identifizieren immer mehr. Und wir charakterisieren auch diese FSME-Viren und stellen fest, dass wir unterschiedliche Stämme haben. Und zum Teil kommen diese Stämme aus Tschechien, zum Teil kommen sie aus der Schweiz, zum Teil kommen sie aus Österreich. Das heißt, wir versuchen einfach das ökologische Geschehen und die Struktur der Naturherde besser zu verstehen. Weil FSME, das hört sich so an, als wenn alles klar ist. Es ist nicht viel klar. Wir kennen die epidemiologische Situation der FSME-Viren, kennen wir nicht wirklich. Wir wissen nicht wirklich, was diese kleinräumigen Naturherde wirklich definiert, warum sie nicht größer werden, warum sie nicht wandern. All das sind solche Fragen, die wir einfach auch noch wissenschaftlich ergründen müssen. Es gibt viele Fragen in Bezug auf die FSME und es gibt noch viel zu tun.